So, herzlich willkommen zurück zu Pixeltainment. Sind wir wieder bei Metro. Und zwar ist das die Folge 10. Echt cool, dass wir es so weit geschafft haben. Wir sind... Genau, wir sind mit diesem Ding hier einfach mal viel zu schnell gefahren. Gucken wir mal, können wir die dann noch nehmen? Ne, die ist schon eingebeult. Können wir noch ein bisschen weiterfahren, oder? Immer düsterer werden diese Gänge hier. Meine Gasmaske sieht auch nicht mehr so geil aus. Deswegen sollten wir uns da auch mal schleunigst noch was Neues umsehen. Ich glaube, da ist nichts drin. Hola! Gott verdammt! Wer ist da? Stehen bleiben! Jo. Sonst schießen wir! Wir sind bewaffnet! Wir sind bewaffnet! Schwör bei Lenins Namen! Wer ist Lenin? Er sieht nicht wie ein GB aus. Die Uniform ist mir fremd. Könnte er einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an! Nicht schießen, Kumpel! Nein? Wir sind Zivilisten! Ach so, okay. Hier sind Frauen und Kinder! Leben und leben lassen, okay? Wir sind Flüchtlinge von der Roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Nee. Nicht meinetwegen, wirklich. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Was wissen wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Vielleicht leben sie noch. Begrab sie noch nicht. Aber die Schüsse waren so laut. Und jetzt hört man gar nichts mehr. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? Warum kommen sie dann nicht zu uns? Vielleicht kommen sie ja bald. Lass uns einfach warten. Das hört sich doch gut an. 35, Alter. Die haben alle umgebracht. Könnte sein. Könnte aber auch schlimmer sein. Wie? Sie hat den Frauen dabei. Herr Ascher, wenn Naivität rollen würde, müsste man dich den Berg hochbremsen. Helfen wir nun unseren Leuten oder was? Was sollen wir beide zu zweit schon ausrichten können? Wenn sie eingekesselt sind, könnten wir die Banditen über die Flanke angreifen. Das ist ja geil. Dann machen wir uns mal bereit. Ihr geht nirgendwo hin. Wer soll denn sonst die Frauen und Kinder beschützen? Das ist wirklich aber wir nice. Können doch nicht zulassen, dass die Banditen unsere Leute abschlachten. Dieser Munition wird uns helfen. Er sieht immerhin so aus, als könnte er 20 ein bisschen Schrott im Bauch macht aus jedem Banditen ein kleines Kind. Kannst du hier kaufen? So viel kannst du nicht tragen. Wo findet man sowas schon noch? Das sind wunderbare Patronen. Kauf welche. Bis dann. Yes. André ist ein Heiliger. Er hat uns alle rausgebracht und vor uns schon viele andere. Ich glaube, ich hole mir da auch noch schon so ein Zielding. Und wie zum Teufel hätte er von den Banditen wissen sollen? Dann sollen die Leute nicht sagen, es sei sicher. Anpassen. So eine blöde Scheiße. Was ist mit dem GB? Ein Klassiker, fast unzerstörbar. Wird uns bestimmt noch alle überleben. Eine tolle Waffe. Und man kann sie sogar in eine Maschinenpistole umwandeln. Sie ist so schon sehr gut. Wird aber noch besser, wenn du ein größeres Magazin hast. Oh, sorry. So, ein Junge in deinem Alter sollte mit Gewehren nichts zu tun haben. Das ist mit der 80 wieder, ne?
Nun weiß ich, das nehme ich doch mehr mit. Aber dann wurde ich zum Dienst gerufen. Das bockt schon ziemlich. Mama sagte, dass ich bei meinem Glück ins Gras beißen würde, sobald ich die Rotterin drauf. Wenn du eine Waffe brauchst, dann komm wieder. Ich bin das hier. Ja, mach ich dann. Du bist noch jung. Du wirst noch einen Ort für dich finden. Dann können wir weiter düsen, oder? Bye, man. Ich habe ihnen 20 Jahre gedient. 20. Das ist viel. Ich habe mir eine Rente. 100 Gramm Pinsel und eine Patrone pro Tag. Da liegt ein Messer, oder? Die Messer sind immer gut. Die wollen da eine vergewaltigen, oder was? Irgendwas konnte ich doch da gerade aufheben. Ah. Du verfickter Ziege. Glaubst wohl, du wärst zu gut für uns, was? Nein! Bitte! Hilfe! Bitte! Ruhe, Miststück! Halt! Verdammt nochmal die Klappe! Hey, Kumpel! Ja, ich hab ins Gesicht geschossen. Ist sie jetzt tot? Komm, Leute. Mördermäßig ins Gesicht geschossen. Die Lampe muss aus hier. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was kennt er denn da so? Hallo, Mann, ich hab dir ins Gesicht gegeben. Will er nicht? Rhythm is gonna get ya. Danke, Mann. Mach jetzt meine Fesseln ab. Du kriegst erstmal ins Gesicht, mein Freund. Bitte. Ja, ich bin ja nicht so heute. Danke. Danke, Mann. Ich dachte,
Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Das ist nett von dir, danke schön. Wenn du ihnen folgst, dann pass den Technik-Tunnel auf. Ich habe ihn gerade tot. Das braucht er wohl nicht mehr. Ich hol schnell die Karre, bin gleich wieder da. Ein Stück entfernt das Ding. Machen wir hier ein Licht an. Boah, sieht der verbeult aus, Alter. Dann wird mir der Schmied nicht gerade dankbar sein dafür. Nicht umsteigen, ne. So denn. Danke dir für die Hilfe. Adieu. Oh, wenn das mal keine... Da vorne kommt doch was. Da war doch gerade ein Licht davon, habt ihr es gesehen? Die ist ja auch kaputt. Oh, scheiße. Strahlung auch noch. Muss ich schnell durch. Gib Gas! Irgendein Scheiß passiert ist. Lass es mich. Okay. Geil. Oh, Filters. Eimer. Verdammt, die brauchen echt lange. Kommt der oder was? Oh ja, der kommt. Hierher. Ja, da kommt hierher. Was zum Teufel? Wessen Karre ist? Gibt hier keine Knarre. Keine Karre, meine ich. Messer wieder raus, Alter. Da habe ich wahrscheinlich noch behalten. Also, jetzt schließt das Tor und kommt. Die Jungs machen einen echt fertig. Was denn? Was sieht die aus? Ich muss mit den Pilzen mal kürzer treten. Mist. Was soll's? Könnte mich erinnern. Hey, wer ist keiner. Alles in Butter, mein Freund. Alles in Butter.
No, guck mal nach. Nee, ist gar nicht so. Sehr fein, sehr fein. Gucken wir mal. Die haben alle nichts für mich, das ist doch scheiße. Ich hab die falschen Waffen dabei. Das sieht gut aus. Sehr gut, sehr gut. Ach, ich muss da diesen Schalter noch betätigen, ne? Ja. Der Schalter zum Glück. Na schön. Haben wir das hier alles schön gesäubert? Erstmal wieder das Licht an hier. So, weiter geht's. Auch wieder rein. Das ist nur eine neue Gasmaske. Ne? Aber meine ist da unten auch schon wieder eingesprungen. Können wir die auf jeden Fall auch gebrauchen. Kann ich die gar nicht mitnehmen. Sie ist aber gesund. Komm. Ich möchte die tauschen. Was soll denn der Scheiß? Soll ich wohl nicht tauschen. Ich muss ja jedes Mal das Licht ausschalten. Ohne Scheiß, ja, dann lass uns gehen. Gotcha. Wenn ich mal nicht der übelste Sniper bin mit den Messern. Kann ich da jetzt... Ich hoffe, das passt hier. Aber ich fahre das Ding hier mal vor. Am besten. Dann erkunden wir mal ein bisschen, wo wir dann langfahren. Schlussendlich. Willst du nicht einsteigen? Nein, jetzt. Schauen wir mal vor die Weiche. Dann entscheiden wir uns. Das sieht verdammt düster aus hier. Bis
besten Willen können wir das nicht spielen. What the fuck, Mann? Aber das war schwarzer Nebel. Kannst du das verdammt nochmal glauben? Wir gehen rein und boom, alle Lampen sind aus. Ich frage also, was das für ein Scheiß war. Und die Jungs sagen, sie wären okay. Aber ihre Stimmen klangen nicht danach. Ich sage ihnen, lass uns zurückgehen. Und die sagen, nein, nein, alles okay, alles gut. Dafür. Der hat ins Grab gebissen. Das war schon ziemlich geil jetzt, oder? Komm. Müsst ihr schon zugeben. Oh shit, ich bin jetzt besoffen. Oh crap. Aber ist immer gut. Hi. Die müssen hinterherlaufen. Ja, wo ist der hin? Der muss doch hier irgendwo sein. Auf einmal weg. Das gibt's doch nicht. Mal gucken, wo die Gleise sich umschalten, damit ich gerade ausfahren kann. Dann machen wir das doch. Natürlich. Ab in die Post. Da steht schon wieder was im Weg rum. Weniger geil. Da geht's wohl nicht durch. Und das mal keine Sackgasse ist. Da gibt's nichts zu holen. Sonne. Fahren wir wieder zurück. Das ist aber doof jetzt. Das stinkt doch wieder irgendwie nach so Spinnen und das ganze Getier.
Lichtchen an. Shit. Wie ich dieses Geräusch hasse. Komme ich da überhaupt durch hier? Ich muss da irgendwie in den Zopf reinkommen. Oh, geht's rein. Na gut. Crap, Mann. Oh, da stellt's mir schon wieder die Haare auf. Da stellt's mir schon wieder die Haare auf. Was ist denn das jetzt hier? Kommt da einer? Ach ja. Komm, Alter. Sollte es jetzt kommen, ne? Jo, lass hier ruhig Zeit. Keine Eile. Alle sind in der Kontrolle hier. Verrücktes Arschloch. Du dann langsam mal, Alter. Leck mich, Mann, leck mich. Dummes Schwein, Alter. Tut mir leid. Aber was soll ich machen? Hier kommen dann einfach mal 600 Leute auf mich zu. Diese Biester. Na, das brauche ich nicht. Das hier brauche ich. Dann gehen die wenigstens drauf, die Viecher. Das wäre aber nett, wenn der sich mal ein bisschen beeilen könnte. Bin ich jetzt da, Alter. Thank you.
Scheiße, Alter. Ohne Witz, Mann. Ich kann nichts machen. Keine Angst, das schneide ich raus. Ist das ein Schrott, Alter? Ohne Witz, Mann. Another one bites the dust. Wenn der das nicht langsam hinmacht, Alter, dann schieße ich ihm die Scheiße aus dem Leib. Das ist echt krank, Mann. Kann doch nicht wahr sein, dass der da so lange rumgangstert. Ich hab's geschafft. Nach langen Versuchen habe ich das jetzt auch endlich geschafft. Der Schnee an der Oberfläche beginnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu den verbrannten Schienenwagen haben sich warten lassen, das verspreche ich euch. Nun Boote gesellt und Fischer. Bis bald, würde ich sagen. Einer davon ist gerade rechtzeitig erschienen. Schon bald werden wir in Venedig anlegen. Pavel ist sehr wahrscheinlich bereits dort.